Klischee und Schicht zugleich. Oh, du Österreich, gegen Holland gleich. Und das waren Kreiml und Samurai, eine österreichische Rap-Kombo, wirklich zu empfehlen für alle, die das mögen. Ansonsten spielen die Holländer jetzt hier gegen Österreich um diese Gruppe D, um den Sieg, um das Weiterkommen. Und beide haben ja schon gegen die anderen zwei Gruppengegner gespielt, sodass wir schon ein paar Informationen haben. Aber bringen die uns wirklich weiter? Das ist halt auch nicht so gesagt, denn es ist ein Spiel, bei dem halt einfach alles möglich ist. Also ein Holland-Sieg wäre das von den Quoten her natürlich zu erwartendste, aber aufgrund der österreichischen Leistung gegen Frankreich, wo sie ja nur verloren haben, weil sie hier ein Eigentor geschossen haben, kann man schon auch sagen, an einem Tag mit noch ein bisschen mehr Glück, dann reicht es vielleicht gegen Holland auch zu einem Punkt oder so. Also eine Niederlage der Österreicher ist jetzt hier auch nicht in Stein gemeißelt. Die Quoten 2,15 für Holland, 3,1 für ein Unentschieden. Und das ist das niedrigste Unentschieden, das wir bisher bei dieser Europameisterschaft hatten. 8 Unentschieden gab es bisher. Die sonst niedrigste Unentschiedenquote war eine 3,25 beim Spiel der Holländer gegen die Franzosen, auch in dieser Gruppe. Und das andere war mal auch ein 3,25 auf Schweiz gegen Ungarn, aber das wurde nicht getroffen. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, dann ist das halt das klarste Unentschieden der Europameisterschaft bisher. Vielleicht ist es so, das Problem, das ich damit habe, ich wette zwar super gern auf Unentschieden, aber meistens haben die auch eine höhere Quote dafür und dann wird ein Unentschieden in einer ausgeglichenen Partie super attraktiv. Wenn das Unentschieden sowieso nicht das bestbezahlteste Ereignis ist, wird dieses Unentschieden fast schon von einem Österreich-Sieg als attraktivste Wette abgelöst. Allerdings habe ich da halt so mein Problem mit der Überzeugung, denn schaut man sich halt einfach die Mannschaften an, um nicht zu sagen das Spielermaterial, dann ist da bei Holland natürlich schon einiges mehr im Köcher, als die Österreicher an Pfeilen hier haben. Gregoritsch wird wahrscheinlich mit Arnautovic sich abwechseln oder wird er den Vorzug kriegen, man weiß es auch nicht. Nichtsdestotrotz ist die Qualität der Holländer schon nochmal ein, nicht nur ein wenig, schon sehr viel höher eigentlich. Dass Österreich da dagegen halten kann, glaubt man durchaus. Nur drauf wetten ist halt eine ganz andere Sache. Dann musst du Geld riskieren. Das ist kein Problem, wenn man sagt, ich setze da jetzt 10 Euro drauf. Ist auch kein Problem, wenn du sagst, meine Schmerzgrenze ist 100 oder 200 Euro. Es wird halt ein Problem, wenn man halt das ernsthaft betreibt und 1% seiner Bankroll für eine Wette riskiert. Dann macht man das ja nicht auf jede x-beliebige Wette. Dann sollte man sich da schon bewusst sein. Also, wenn du Angst hast, diese Wette zu verlieren, dann ist das immer das Zeichen, du hast zu viel gesetzt, du bist nicht wirklich von der Wette überzeugt und dann sollte man es vielleicht lassen. Bei 2,5 auf Unentschieden keine Möglichkeit, klammerst du ja einfach das realistischste Ereignis aus und dann kannst du ja wirklich gleich fast auf den Österreich-Sieg gehen, weil durch diese 2,5 ist dann nicht wirklich was gewonnen. Entweder du kriegst das Geld beim Unentschieden zurück oder du gewinnst halt diese 2,5er-Quote bei einem Sieg statt einer 3,75er-Quote, was dann natürlich schon mal noch ein Unterschied ist. Bei einem niederländischen Sieg hingegen im Drei-Wege-System könnte man das ins Auge fassen, nur wird das auch den Holländern nicht ganz gerecht und auch nicht Österreich, finde ich. Dafür ist dann die Quote zu niedrig. Wenn wir den Fall hätten, und so muss man halt beim Wetten vielleicht auch mal überlegen, wir hätten bei Unentschieden keine Möglichkeit, ausgeglichenere Quoten, zum Beispiel 1,8 auf beiden Seiten, was dann schon natürlich auch schlecht wäre, weil der Buchmacher sich einiges in die eigene Tasche stecken würde. Aber sagen wir 1,9 ist halt eine bessere Variante. Dann wäre das wahrscheinlich eine einfachere Entscheidung. Man würde einerseits auf eine Niederlande-Wette nicht viel verkehrt machen, weil
dass Österreich dieses Spiel gewinnt, ist ja von den Quoten her schon mal die geringste Wahrscheinlichkeit. Und wie gesagt, das, ohne dass ich die Quoten jetzt kennen würde, würde ich auch sagen, ich würde hier nicht auf einen Österreich-Sieg setzen. Ich habe im Vorfeld dieser Europameisterschaft in der Prognose, glaube ich, sogar darauf getippt, dass Österreich 3-2 gewinnt dieses Spiel. Aber das ist ja eine Spielerei. Wenn du ein Tippspiel machst, dann ist es vielleicht sogar die richtige Entscheidung, auf Österreich zu tippen, weil du dann im Erfolgsfall einer der wenigen sein wirst, die das richtig haben, bei gar nicht so unrealistischer Wahrscheinlichkeit. Auf der anderen Seite würdest du natürlich Punkte auf alle anderen verlieren, die eher mit dem Favoriten gehen. Denn schauen wir uns die realistischsten Ergebnisse laut Buchmachern an. Wird es ein 1:1 mit einer 6,7er Quote und dann kommen schon die 1-0-2-1 Siege der Holländer. Auf ein 2-1 von Österreich kriegst du immerhin eine 11,5. Und das könnte man sich doch schon vorstellen, dass es zumindest in eine von beiden Richtungen fällt und dann eben mit einem 2-1 oder vielleicht sogar einem 3-1 oder eben, wie ich vor der EM getippt habe, ein 3-2, dass hier zumindest einige Tore fallen, kann ich mir schon vorstellen. Oder denkst du, es geht eher wieder so wie bei Deutschland gegen die Schweiz und vielen anderen Spielen aus, dass die beide nicht wirklich bis zum Äußersten gehen wollen und beide mit einem Punkt leben können, was ja für Österreich definitiv der Fall wäre, für Holland ja auch, aber die sollten dann schon auch noch ein bisschen höhere Ansprüche haben, nachdem sie ja gegen Frankreich schon einen Punkt geholt haben, was ja für Holland ein Erfolg war bestimmt, aber gegen Polen war es natürlich Pflicht für alle zu gewinnen, haben sie auch und jetzt ist es sowieso Pflicht eigentlich für Holland gegen Österreich zu gewinnen. Ob es am Ende reicht, ist die andere Frage, aber das muss uns ja auch gar nicht großartig interessieren, wenn wir sagen, es fallen mehr als 2,5 Tore im Spiel. Dann bekommen wir da eine 1,91 und das halte ich für eine ganz gute Wette, weil ich mich hier einfach nicht für eine Wette im Drei-Wege-System entscheiden kann. Auch bei der Unentschieden keine Möglichkeit, die österreichische Seite nicht wirklich so gut finde. Die könnte gar nicht so hoch sein, glaube ich, dass ich sie gut finden würde. Unabhängig davon, dass ich ja wirklich für Österreich bin. Es ist halt ein Spiel, bei dem Österreich auch nicht der Favorit ist. Oder ja, man, glaube ich, hat die Holländer noch nicht so gesehen, so wie sie eigentlich spielen können. Und wenn sie das müssen, was sie gegen Österreich vielleicht tun, dann werden die sicher dieses Spiel nicht verlieren. Und wenn man einfach so einen Kader hat, dann kann man nicht gegen solche Spieler wetten. Das muss man schon auch sehen. Ich freue mich sehr, wenn die dann doch gewinnen. Und im Endeffekt ist mir auch wirklich wurscht. Hauptsache, es fallen viele Tore. Und dann haben wir aber noch einen Quotenboost. Gewinne mehr mit den besten Quotenboosts von Neobet über den Link in der Videobeschreibung. Und zwar gibt es bei Neobet auf den Fall, dass Österreich gewinnt und beide ein Tor erzielen, eine 7,3. Jetzt ist der Quotenboost an sich ungefähr 15%. Die Quote mit 7,3 natürlich auch sehr, sehr interessant. Das einzige Problem, das ich halt damit habe, ist, dass, wie gesagt, ich eher in die andere Richtung tendieren würde, wenn es um Wetten geht. Und dann wäre für mich persönlich dieser Quotenboost weniger eine Option. Wenn auch ein Gambling-Einsatz, das mir durchaus wert wäre, von ungefähr einer Siebtel-Einheit, um eine Einheit zu gewinnen, würde ich sagen, okay, das würde ich sogar machen. Allein schon deswegen, weil es nicht meine andere Wette auf über 2,5 Tore korrumpieren würde oder der widersprechen würde. Und dann, wenn am Ende Österreich mit 2-1 gewinnt, hätte ich beide Wetten gewonnen. Ansonsten, wenn Österreich nicht gewinnt, aber es viele Tore gibt, also zumindest drei oder mehr,
dann hätte ich zumindest die Hauptwette gewonnen und um eine Siebteleinheit weine ich dann nicht großartig. Man sollte sowieso nie weinen, wenn man eine Wette verliert. Das ist immer der größte Fehler, sich um Einzelwetten zu kümmern, denn eine einzelne Wette ist total egal. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und auf geht's, Österreich! Oh, du mein Österreich, so viel Schee und Schicht zugleich. Oh, du mein Österreich, was ein Geschmack gegen den Entfernt. Gewinne mehr mit den besten Quotenboosts von Neobet über den Link in der Videobeschreibung.